Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von Barbecue Bären. Da ja bekanntlich Herbst ist, der Winter kommt und Dutch Oven Zeit ist, gibt es heute wieder was aus dem Dutch Oven. Und diesmal machen wir Schichtkohl. Wie das geht, was wir alles brauchen, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt an. So, für unseren Schichtkohl brauchen wir ein bisschen was. Da haben wir einmal da hinten, also hier, 1,5 Kilo Hackfleisch. Dann ein Barbecue-Wap nach eurer Wahl. Könnt alternativ auch nur Salz, Pfeffer nehmen, wie ihr es halt möchtet. Ne? Sollte halt zu Hack passen. Dann haben wir einmal Ketchup, dann mittelgroßen Weißkohl, Becher Creme Fraiche, Senf, Gouda gerieben. Dann habe ich hier noch ein Ei, 3 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe und 300 Gramm Bacon. So, ich schneide jetzt schon mal die Zwiebeln klein und dann fangen wir mit dem Hack an. So, zuerst einmal machen wir unser Gehacktes fertig. Da habe ich hier die Zwiebeln einfach nur klein geschnitten, den Knoblauch einfach nur gehackt. Das geben wir dann schön dem Gehackten bei. Was ich eben noch vergessen habe bei unseren Zutaten, wir brauchen auch 1/2 Liter Gemüsefond. Den habe ich vergessen. So, dann geben wir noch das Ei drüber. Als nächstes nehmen wir uns einen Esslöffel, nehmen dann unseren Barbecue ab und geben davon 3 Stück drüber. So, das haben wir. Ketchup machen da auch 1, 2 drüber. So, und als nächstes und letztes nehmen wir unseren Senf und machen da auch einen groß gut gehäuften Esslöffel mit dabei. So, und das war jetzt die Vorbereitung für unser Hack. Das nehme ich jetzt. Ich knete das ordentlich durch, dass das alles schön miteinander vermengt ist. Und dann fangen wir auch schon am Dutch Oven an. Jetzt haben wir im Dutch Oven den Boden schön mit Bacon ausgelegt. Jetzt als nächstes nehmen wir uns unsere Blätter von dem Kohl und legen uns hier unten die erste Schicht schön aus. Das muss auch gar nicht so filigran sein. Hauptsache, es ist überall. Licht überall Kohl. Ich könnte auch so ein bisschen brechen, reißen, dass die kleinen Stücke habt, das geht auch. Das ist quasi wie Lasagne machen. So, jetzt haben wir die erste Schicht so grob hier liegen. Jetzt nehmen wir uns noch Blätter für außen, dass wir hier so einen kleinen Rand uns legen können. So gucken, wie sie am besten passen. Wenn ich das jetzt hier den Rand so weit gelegt habe, dann machen wir einen Mack weiter. Jetzt habe ich vergessen, Play zu drücken. Jetzt habe ich hier am Rand Kohlen, ach Kohlen sage ich schon. Kohl, ist ja fast dasselbe. Die erste Lage Hack auf den ersten Kohl. Jetzt habe ich schon den zweiten, die zweite Lage Kohl drauf gemacht. Da kommt jetzt wieder Hack drauf. Das ist am besten, wenn ihr euch immer so ein bisschen nehmt und euch das hier so zu Fladen drückt. Legt das euch rein, drückt das schön an, dass das schön platt ist und nicht so dick. Weil die erste Lage Hack, die liegt jetzt so unten drunter. So, jetzt haben wir die zweite Lage Hack auch schon drin. So, und auf die machen wir jetzt Creme Fraiche. Machen wir 2 so dicke Kleckse drauf. Dann nehmen wir die Hände, die sind sowieso schon einmal sauig. Verschmieren das schön.
So, das haben wir auch. Jetzt werde ich mir das alles schön sauber machen hier. Und so geht das jetzt quasi immer weiter. Jetzt hier auf das Creme Fraiche kommt jetzt noch Streukäse, dann kommt wieder Kohl, dann kommt wieder Hack. Dann machen wir wieder ein bisschen Creme Fraiche drauf. Und das machen wir jetzt so lange, bis alles so weit verbraucht ist. Und das war halt oben abschließen mit Hack. So, das mache ich jetzt fertig und dann sehen wir uns wieder. Jetzt haben wir alles soweit fertig geschichtet. Das ist jetzt oben die letzte Schicht Hack mit dem restlichen Creme Fraiche. Dann machen wir jetzt noch Streukäse drüber. Das letzte Mal, was war jeweils nur in, also bei der ersten Schicht nicht. Die bleibt so. Und alles, was danach kommt, kommt jeweils immer Käse und Creme Fraiche drauf. Den verteilen wir jetzt noch schön hier drauf. Und jetzt zum Abschluss nehmen wir uns wieder Kohlblätter. Und legen die oben einfach schön bündig drüber, dass überall noch Kohl drauf ist. So, jetzt können wir die seitlichen, die wir vorher hochgestellt haben, auch noch so schön mit andrücken. Das ist soweit jetzt fertig geschichtet. Jetzt hatte ich noch Bacon drüber. Und den können wir jetzt nehmen und legen den einfach oben noch mal so als Hitzeschild drüber. So, jetzt habe ich hier den Abschluss mit dem Bacon gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Jetzt nehmen wir unseren Gemüsefond, den wir haben. In meinem Fall waren das jetzt nur 400 Milliliter, keinen halben Liter, aber die 400 Milliliter haben immer gereicht. Und schütten die am Rand einfach nur rundherum, dass nach unten hin genug Flüssigkeit da ist. Der Kohl wird zwar noch genug Saft lassen, aber sicher ist sicher. Wenn ihr euch einmal den Topf versaut habt, dann geht das mit dem Eingebrenne wieder los und alles. Das verteilen wir, wie gesagt, jetzt rundherum, bis wir hier oben sehen, dass es langsam kommt, so wie hier. Und so, jetzt sind die 400 Milliliter drin. Jetzt machen wir noch einen Deckel drauf. Dann heize ich die Kohlen vor und dann sehen wir uns am Grill wieder. So, unseren Grill haben wir wieder vorbereitet, dass wir mit dem Dutch Oven arbeiten können. Unten habe ich schon mal so ein paar Kohlen reingemacht. Ich habe da wieder diese Brennstäbe genommen hier. Jetzt nehmen wir unseren Topf, positionieren den schön da drauf, dass er schön gerade steht. Ja, so wie er jetzt steht, ist okay. Und jetzt nehmen wir die restlichen Kohlen. Und legen die oben drauf. So. Aber so sollte das ungefähr aussehen. Das Ganze lasse ich jetzt, ja, eine Stunde. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Und dann entscheiden wir, wie lange wir noch müssen. Bis später. So, jetzt ist eine Stunde rum. Jetzt heben wir das erste Mal den Deckel. Ob das auf Anhieb so klappt, weil der kippelt immer schön weg. Nee, funktioniert. Ja, jetzt seht ihr, verqualmt wieder nichts. Doch, so sieht das Ganze jetzt aus. Nach einer Stunde hat richtig schön Wasser gelassen und mit der Suppe sowieso, die ich da reingemacht habe, oder den Fond. Ja, das lasse ich jetzt noch so eine Viertelstunde da drinnen, nehme oben die Kohlen schon mal weg und dann sehen wir uns, wenn wir das Ganze soweit fertig haben, beim Probieren. So, jetzt ist unser Schichtkohl fertig. So sieht das Ganze aus. Haben wir einmal Kohl, Hack, Käse dazwischen, Creme Fraiche. Jetzt probiere ich. Ja, es ist wie immer der Knaller. Einfach nur genial. Also diese Kombo Hack und Bacon und Kohl ist einfach spitze. Probiert das aus. Kann ich nur jedem raten, ans Herz legen. Macht einmal dieses Schichtkohlgericht. Dazu noch ein paar Kartoffeln oder Kartoffelpüree. Einfach nur genial. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und über ein Abo natürlich auch. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Barbecue-Bär. Bis dann, macht's gut, ciao.